this time. It has to be different. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Cody mit einem weiteren Video zu Resident Evil 4, dem Remake und der letzten Trophäe im normalen Spieldurchgang. Und zwar ganz zum Ende, wenn wir auf der Flucht sind und die Insel verlassen müssen, gilt es, dass wir keinen Schaden am Jetski bekommen. Diese kleinen Waschmaschinen und so ein Krempel, was rumliegt, könnt ihr, sag ich mal, zu 90% gegenkrachen. Zu 90%. Achtet bitte unten rechts auf eure Schadensanzeige, wenn ihr irgendwo gegenmoscht, ob das Schaden genommen hat. Und nehmt euch Zeit. Wenn ihr den Checkpoint neu ladet, habt ihr 2 Minuten durch den Schmarrn hier durch. 2 Minuten ist verflucht lang. Also bremst ruhig ein bisschen ab. Nehmt die Kurven ein bisschen langsamer. Hier mache ich gerade ganz langsam die Stelle, wo es ein bisschen eng ist. Später kommt noch eine Stelle, die ein bisschen eng ist. Hier die Waschmaschine gerade, die hat 0 Schaden gemacht. Also das Ding ist wirklich eigentlich ganz piano zu schaffen, wenn man es halt weiß, wenn man halt dran denkt. Hier die Stelle auch schön langsam machen. Und gleich werdet ihr noch sehen, dass ich einmal so richtig gut in eine Scheiße finde, fahre, weil ich dachte, ich kann um dieses Ding irgendwie drum herum fahren. Dem war nicht so, krache gegen, gucke unten bei mir rechts in die Ecke, okay, kein Schaden genommen, ist egal, ich fahre weiter. Macht die Aufnahme nicht schöner, aber die Trophäe umso besser, vor allem für euch, dass ihr wisst, so viel Sorgen müsst ihr euch nicht machen. Das war's von mir mit der Trophäe im letzten Kapitel von Resident Evil 4 Remake. Hat euch das Video geholfen? Hat es euch gefallen? Denkt an den Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich danke euch fürs Dabeisein und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.